Für 600 Euro kann man sich so einiges leisten, zum Beispiel einen Flatscreen oder ein schickes Fahrrad oder zum Beispiel auch so ein Bett hier. Aber wussten Sie, was auch 600 Euro kostet? Das hier, ein einziger Liter vom teuersten Öl der Welt. Aber warum bitteschön ist das so unglaublich teuer? Was meinen Sie? Vielleicht da Blattgold drin oder was weiß ich. Also spontan hatte ich an Trüffelöl gedacht. Balsamicoöl vielleicht? Nicht ganz. Das teuerste Öl ist Kaktusfeigenöl und kommt aus Marokko, einem Land der Gegensätze zwischen Moderne und einfachstem Lebensstil. Die Pflanze, aus der das Luxusöl gewonnen wird, wächst hier wie Unkraut am Straßenrand. Die Basis sind die Früchte des Opuntien-Kaktus, dem Sultan der Wüste. In den Kernen seiner Kaktusfeigen verbirgt sich das teuerste Öl der Welt. Ein einziger Liter kostet stolze 600 Euro. Was macht es so teuer? Das wollen wir natürlich rausfinden. Dafür besuchen wir zuerst eine Kakteenplantage nahe der Stadt Agadir. Die Kakteen wachsen wild, keine künstlich angelegte Monokultur. Für die Pflücker ein schmerzhafter Arbeitsplatz. Die hauchdünnen Stacheln gehen unter die Haut bei der kleinsten Berührung. Im Business mit dem kostbaren Kaktusfeigenöl hat Rachida El Acheb die Hosen, oder besser, die High Heels an. Die selbstbewusste moderne Frau bringt uns zum Staunen. Unverschleiert und figurbetont sagt sie den Männern sogar, wo es lang geht. Und das im traditionell islamischen Marokko. Die Feigen sehen gut aus. Die könnt ihr ernten. Eine echte Powerfrau in einer Kultur, in der eigentlich Männer dominieren. Rachida hat in Deutschland gelebt und studiert. Sie war sogar mit einem Deutschen verheiratet. Jetzt lebt sie wieder in ihrer Heimat. Ihr Ex-Mann ist heute ihr Geschäftspartner. Die Arbeit auf einer Kakteenplantage ist hart. Rachida weiß, was ihre Helfer leisten. Also die Jungs, die arbeiten sehr hart, vor allem in dieser Jahreszeit, wo die Kaktusfeigen werden reif. Weil bei uns jetzt ist es fast 50 Grad, aber für das Goethesöl, man macht alles. Unser erster Hinweis auf den extrem hohen Ölpreis? Die Kaktusfeigenernte ist beschwerlich und kann schmerzhaft sein. Auch Rachida hat früh ihre Erfahrungen mit solchen Stacheln machen müssen. Da wollte ich ein bisschen schneller laufen auf dem Esel. Auf einmal bin ich rumgefallen und mitten in die Plantage. Ja, und das war kein Spaß, weil ich musste dann die ganze Stachel von meinem Kopf und überall. Selbst die Kaktusfeige hat Stacheln. Trotzdem ist sie eine beliebte Frucht, reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Das Öl aus ihren Kernen boomt in der Kosmetikbranche und neuerdings auch in der Gourmetküche. Aber zuerst müssen die Stacheln weg. Bei der Ölproduktion dreht sich nämlich alles um die winzigen Kerne im Fruchtfleisch. Geschützt von einer dicken Schale. Geschält wird per Hand, vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl. Die feinen Stacheln sind immer noch tückisch. Vier Plantagen liefern die Kerne für Rachidas flüssiges Gold. Ihre Lieferanten, kleine Familienbetriebe wie dieser. Rachida besucht die Plantagen regelmäßig. Sie kennt jeden Handgriff vom Kaktus bis zum wertvollen Luxusöl. Wir nehmen das Frucht und wir tun es schälen. So. Bisschen die Schale und das Fleisch separieren. Die Schale kommt hier als Abfall und das Fleisch geht da. Die viele Handarbeit macht das Kaktusöl teuer. Und Rachida verrät einen weiteren Grund für den hohen Preis. Um ein Liter Kaktusöl, wir brauchen eine Tonne Kaktusfrüchte. Und von dieser eine Tonne, wir kriegen zwischen 40 bis 50 Kilo Feigenkerne. Der riesige Bedarf an Kaktuskernen verlangt also Unmengen der Kaktusfrüchte. Für einen einzigen Liter Öl braucht es mindestens eine ganze Tonne der Kaktusfrucht. Das sind in etwa 8000 Kaktusfeigen. In so vielen Früchten stecken höchstens 50 Kilogramm der Feigenkerne. Diese Menge reicht gerade für einen einzigen Liter des wertvollen Luxusöls. Wahnsinn! So große Mengen. Das macht klar, warum das Kaktusöl kostbar und vor allem so teuer ist. Diese Anlage trennt die Kerne vom Fruchtfleisch. Aus dem machen die Frauen Kaktusfeigenmarmelade.
Doch das Objekt der Begierde sind die Kerne der Kaktusweiden. Das Waschen ist Männersache. Sie scheffeln die kleinen schwarzen Samen, als seien es wertvolle Diamanten. Danach trocknen die Kerne in der marokkanischen Mittagshitze. In der Sonne verlieren sie gut die Hälfte ihres Gewichts. Aber erst dann wird gewogen und damit der Preis bestimmt. Jetzt wollen wir wissen, wie daraus ein Luxusöl wird. Das soll hier passieren. Sieht aus wie ein gewöhnliches Wohnhaus im Zentrum von Agadir. Aber nein, das ist eine Fabrik. Kleine Mengen, kleine Fläche, hohe Qualität. Da kommt die Chefin, immer stilvoll, auf hohen Haken, präsentiert uns Rachida ihre kleine Luxusölproduktion. Die Presse quetscht die Kaktuskerne aus, bis zum letzten Tropfen. Aus den trockenen Resten der Kerne wird Tierfutter. Was übrig bleibt, tröpfelt in einen Auffangbehälter. Das hart erkämpfte Rohöl. Damit es fließt, müssen die harten, trockenen Kerne auf gut 50 Grad erhitzt werden. Also diese Kerne, die sind sowas von hart und so schwer, das Öl rauszukriegen, weil die werden so richtig getrocknet in die Sonne. Und da braucht man diese Temperatur, damit die werden ein bisschen weicher und dann die werden zusammengepresst und dann kriegt man das Öl raus. Aber noch ist das Öl braun. Es geht also noch weiter. Schließlich soll das Kaktusöl am Ende glasklar und goldgelb sein. Wie das geht? Filtern immer und immer wieder. Diese Maschine saugt das Rohöl aus dem Fass und presst es durch mehrere Filter. Selbst kleinste Partikel bleiben haften. Jeder einzelne Tropfen fließt fünfmal durch diese Maschine. Ein langer Prozess bis zum reinsten Luxusöl. Ein weiterer Grund für seinen hohen Preis. Und wer kauft das jetzt? Die meisten sind das kosmetische Firmen, die dann das an andere Produkte auch einnehmen, wie Cremen und so. Was uns aber interessiert, Kaktusöl ist auch was für Feinschmecker. Etwa auf knackigen Salaten oder als Highlight im Dessert. Ein Liter für 600 Euro. Luxus hat eben seinen Preis. Kein Problem, oder? Ehrlich gesagt 600 Euro nicht. Na, Halleluja, das kann sich ja kein Mensch leisten. Kaktusöl brauchen wir nicht. Keine Sorge, für den kleineren Geldbeutel gibt's auch kleinere Fläschchen. 50, 70 und 100 Milliliter. Letztes Jahr schickte die Firma 3000 Liter Kaktusfeigenöl um den ganzen Globus. An Kunden in Saudi-Arabien, Japan und in Europa. Ganz vorne Deutschland. Dieses Jahr soll es doppelt so viel werden. Produziert wird nur auf Bestellung, nicht auf Vorrat. Rachida kennt ihre Zielgruppe. Also die Leute, die das Kaktusöl kaufen können, das sind die Leute, die dann Luxus mögen. Und die Leute, die haben dann das Geld dafür. Klar, jedes Fläschchen kostet ja auch ein kleines Vermögen. Kaktusöl ist eben ein Prestigeobjekt. In der Schönheitsindustrie ist es ein fester Bestandteil. Luxusrestaurants sollen folgen. Das hat so viele Vitamine und so viele Wertstoffe. Und das kann man auch in Gourmetküche einnehmen, zum Salat, aber nur Tropfen, weil jede Tropfe kostet Haufen Geld. Kaktusöl für Gourmets? Das probiert Bernd Arold mit uns aus. Eine Premiere. Der Spitzenkoch arbeitet zum ersten Mal mit diesem Luxusöl. Man merkt schon, das ist was Besonderes. Das merkt der Profi schon am Geruch. Schmeckt es auch so besonders? Interessanter Geschmack. Der erste Geschmack erinnert an Olivenöl, also eine leichte Schärfe. Aber dann kommt hinterher, wie soll man es beschreiben, es ist leicht fruchtig, es ist aber auch jetzt nicht vergleichbar mit einer Frucht oder einer Blüte. Ganz zart. Klingt nach Begeisterung. Bernd Arold verarbeitet das Kaktusöl in einer feinen Zitronenmousse. Normalerweise nimmt er dafür ein einfaches Olivenöl. Macht der marokkanische Luxusexport aus einem Standarddessert einen Knaller? Ich glaube, wenige Köche würden erkennen, was es denn ist. Und das ist das Interessante. Nur ein paar Tropfen auf die Mousse. Und dieser Blick sagt schon alles. Die restliche Mousse wandert in den Kühlschrank. Die brauchen wir später. Jetzt will der Profi wissen, was das Kaktusöl mit einem kalten Süppchen macht. Es gibt eine spanische Gazpacho mit Tomaten, Gurken, Paprika und Wassermelone. Die Krönung
kommt mit ein paar Tröpfchen aus der Pipette. Das ist geil. Es dauert ein bisschen länger als andere Öle. Du hast vorneweg natürlich jetzt die Gurke, hast du vorneweg die Paprika, auch Melone. Und jetzt hinterher hast du den ganzen Mund mit dem leicht fruchtigen Geschmack von diesem Öl. Okay, unser Profi ist jetzt schon ein Fan. Aber schmeckt man das Luxusöl auch ohne Kochausbildung? Dazu toppt Bernd Arold beide Gerichte jeweils mit dem feinen Kaktusöl und einem neutralen Rapsöl. Schmeckt das teure Kaktusöl wirklich so außergewöhnlich? Auf dem weißen Löffel die Luxusvariante der Gazpacho, auf dem blauen Löffel die mit Rapsöl. Da ist definitiv ein Unterschied. Und es schmeckt auch irgendwie nicht so wie das andere. Tipp auf weiß. Die weiße. Weiß schmeckt besser. Im weißen Löffel, weil das schmeckt irgendwie, das hat einen besseren Geschmack für mich. Richtig, weiß ist Luxus. 12 von 15 Testern schmecken das wertvolle Kaktusöl in unserer Suppe heraus. Und beim Dessert? Das teuerste Öl der Welt, wieder auf dem weißen Löffel. Blau ist mit Rapsöl. Ich glaube immer noch weiß. Ich weiß auch nicht. Jetzt spontan vielleicht sagt bei dem weißen. Ja, beim weißen. 10 der 15 Testpersonen erkennen das wertvolle Kaktusöl. Ein feiner Geschmack zu einem hohen Preis. Das teuerste Öl der Welt. Sicher bald der Renner in der Gourmet-Szene.